Satelliteninternet auf dem Smartphone, warum das schon in diesem Jahr Realität werden könnte. Genau das habe ich mir in dieser Woche angeschaut und genau darum soll es in diesem Video gehen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Blitzstory. Erstmal blitzartige Grüße an der Stelle. Warum Apple könnte, aber nicht will, warum Samsung das Ganze egal ist und das Satelliteninternet wahrscheinlich trotzdem als erstes auf Android-Geräten verfügbar ist und warum Elon das Rennen wahrscheinlich trotzdem langfristig gewinnen wird. Genau darum soll es in diesem Video gehen und das habe ich mir diese Woche genauer angeschaut. Zukünftig könnte unser Internet auf dem Smartphone direkt über Satelliten aus dem Weltall bereitgestellt werden. Davon sind wir gar nicht mehr so weit entfernt und das könnte in diesem Jahr Realität werden. Am weitesten sind hier Apple, Qualcomm und SpaceX. Es lassen sich zwei verschiedene Strategien erkennen, die wir uns jetzt hier genauer anschauen. Auf der einen Seite sowohl die Strategie von Qualcomm, die das Satelliteninternet sowohl aufs iPhone 14 und auch auf das ein oder andere Android-Gerät mit dem neuen Snapdragon 8 Gen 2 bringen wird. Und auf der anderen Seite die Strategie von SpaceX, mit einem Telekommunikationsunternehmen zusammenzuarbeiten und seine Satelliten dafür einzusetzen, Internet in die Gegenden zu bringen, wo kein Netz verfügbar ist. Wo wird das Satelliteninternet schneller verfügbar sein? Auf dem iPhone oder auf Android-Geräten starten wir direkt rein. Apple hat mit seinem iPhone 14 und dem Satellitennotruf vorgelegt. Hiermit lassen sich in Gegenden, wo kein Internet verfügbar ist, direkt über Apples 24 eigene Satelliten einen Notruf absetzen. Hierfür nutzt Apple seine 24 über Globalstar gemieteten Satelliten, für die Apple 450 Millionen Dollar investiert hat. Kleiner Funfact an der Stelle, Qualcomm, die den Chip für das iPhone gebaut haben, haben auch Globalstar gegründet, mussten es aber Anfang der 2000er wieder verkaufen. Aktuell arbeitet Apple an einem eigenen verbesserten 5G-Chip, der eine deutlich verbesserte Satellitenverbindung ermöglichen soll. Konzepte von Apple, seine Satelliten auch für andere Dienste, wie zum Beispiel den Versand von iMessages einzusetzen, gibt es schon länger. Pläne in die Richtung sind aktuell nicht bekannt, es sei denn, Apple überrascht uns bei seiner Entwicklerkonferenz im Juni. Das ist aber eher unwahrscheinlich, da Apple mit dem Betriebssystem seiner neuen VR-Brille gerade genug zu tun hat, die im Juni auf seiner Entwicklerkonferenz angekündigt werden soll. Ob Apple uns mit weiteren Funktionen auf seiner Entwicklerkonferenz im Juni überrascht, ist eher unwahrscheinlich. Apple müsste dann aber eine Ankündigung machen, wenn es Android zuvorkommen möchte, das Satellitenfeature auf Funktionen wie Nachrichten und weitere Funktionen auszuweiten. Gerüchten zufolge soll das Satelliteninternet auf Android-Smartphones im August mit Android 14 an den Start gehen. Er hier, TM Rowe, der für Samsungs Smartphone verantwortlich ist, hat sinngemäß dazu Folgendes gesagt. Wenn der richtige Zeitpunkt kommt und die richtige Infrastruktur bereitstellt, wird Samsung das Feature auf jeden Fall adaptieren und auf seine neue S23-Serie und folgende Modelle ausweiten. Dass dieser Zeitpunkt früher kommt als gedacht, hat uns Qualcomm Anfang diesen Jahres bereits angekündigt. Alle Android-Smartphones, die auf seinen neuen Snapdragon 8 Gen 2 setzen, haben die Möglichkeit, sich direkt mit einem Satelliten zu verbinden. Hierfür hat Qualcomm, die die Satellitenverbindung vom iPhone 14 bereits ermöglicht hat, eine Partnerschaft mit dem Iridium-Satellitennetzwerk auf den Weg gebracht. Alle Android-Smartphones mit dem neuen Snapdragon 8 Gen 2 könnten also direkt sich mit dem Satellitennetzwerk von Iridium verbinden. Das sind über 60 Satelliten, die sich bereits im Orbit befinden. Vorgesehen ist sowohl der Versand von Nachrichten dort, wo kein Empfang verfügbar ist, als auch wie auf dem iPhone ein Satellitennotruf-Feature in Zusammenarbeit mit Garmin. Das könnte eine gleiche und sogar deutlich erweiterte Funktion auf Android-Geräte wie die S23-Serie, die Xiaomi 13-Serie und einige weitere Smartphones bringen, die auf den neuen Snapdragon-Chip setzen. Geplant ist, dass der Dienst in der zweiten Jahreshälfte diesen Jahres an den Start gehen soll, mit Android 14 zusammen. Wenn Apple uns im Juni also keine überraschende Ankündigung macht, ist das Feature auf Android-Smartphones also dann weiterentwickelt als auf dem iPhone. Ob es Apple schafft, hängt wohl maßgeblich davon ab, wie seine anderen Projekte, insbesondere seine neue VR-Brille, vorankommen. Starlink und Elon setzen hier auf einen deutlich anderen Ansatz. Anders als Qualcomm, was die Verbindung direkt über einem Chip im iPhone oder die neuen Android-Geräten ermöglicht, soll das bei Starlink völlig ohne möglich sein. Die neuen Starlink-Satelliten können sich nämlich mit den meisten Smartphones direkt verbinden und so Satelliteninternet bereitstellen. Die ersten V2-Mini-Satelliten, die genau das können, sind auch schon im Orbit. Auch die V2-Starship-Satelliten sind schon in den Startlöchern, müssen aber aktuell auf die Fertigstellung des Starships warten. Macht aber nichts, bereits einige wenige Satelliten davon sollen bereits ausreichen, um gleichzeitig bis zu 2000 Anrufe abzuwickeln und mehrere hunderttausend Textnachrichten versenden zu können. Wirklich schnell soll das allerdings nicht sein, bis zu 4 Megabits ist über die neuen Starlink-Satelliten zu erwarten. Besser als nichts,
Ende des Jahres soll der Service testweise mit T-Mobile zusammen in den USA an den Start gehen und Internet in die Gebiete bringen, wo keins verfügbar ist. Auch weitere Chiphersteller wie MediaTek arbeiten aktuell bereits an eigenen Chips, um auch weiteren Android-Smartphones das Satelliteninternet zu ermöglichen. Dass Apple und Samsung zum Beispiel auf die Qualcomm-Chips setzen, ist auch nur eine Zwischenlösung, denn beide arbeiten bereits an eigenen Chips, um die Abhängigkeit zu vermindern und einen neuen technischen Standard zu schaffen. Und auch weitere Telekommunikationsunternehmen wie Vodafone zum Beispiel arbeiten daran, Satelliteninternet in ihre bestehenden Netze und Verträge einzubinden. So arbeitet Vodafone zum Beispiel mit AST Space Mobile zusammen, die mit diesem Satelliten hier auch schon den ersten im Orbit haben. Und auch Amazon plant dieses Jahr seine Satelliten in den Orbit zu befördern und dürfte sicherlich auch Pläne haben. Vielleicht ist in unserem Prime aber also auch bald Satelliteninternet mit inbegriffen, dürfte allerdings noch ein bisschen dauern. Kommen wir zum Fazit. Welcher dieser beiden Standards sich durchsetzt, bleibt abzuwarten. Ob die Hersteller ein eigenes Satelliteninternet an den Start bringen? Apple zum Beispiel verkauft über 60% seiner iPhones nicht selbst und ist auf Telekommunikationsunternehmen angewiesen. Also können sich Apple und Samsung es nicht erlauben, sich mit den Telekommunikationsunternehmen anzulegen. Apple hätte das Satellitenfeature auch schon mit dem iPhone 13 bereitstellen können, wusste allerdings damals schon nicht, wie es damit Geld verdienen soll und sich mit den Telekommunikationsunternehmen einigen soll. Das wahrscheinlichste Szenario ist also, dass Satelliteninternet in unsere bestehenden Mobilfunkverträge integriert wird und überall dort zum Einsatz kommt, wo kein mobiles Internet verfügbar ist. Genau daran arbeiten ja unter anderem T-Mobile und Vodafone. Wenn du weitere Stories, Leaks und Reviews nicht verpassen willst, dann lass gerne ein Abo da. Blitz aus!